Ja, ich will euch nicht länger warten lassen. Es ist nicht immer lustig, lange auf jemanden zu warten. Aber ich muss immer erst warten, bis der Chat losgeht und bis der ein oder andere anwesend ist. Und daher warte ich dann doch immer eine Weile. Herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Ja, ich hoffe sehr für euch, wir haben uns ja eine Weile nicht gesehen, dass ihr der Wahrheit und damit euch selbst treu geblieben seid. Das ist ja das Wichtigste, nicht nur in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind. Diese Zeiten gab es immer schon, von daher ist es eigentlich nicht viel anderes, was jetzt im Außen passiert, als in den Menschen innen passiert, nur dass es im Außen sichtbar wird und dass vieles sehen, die es sonst nicht sehen. Also diese Zeiten helfen uns, dass wir das, was wir gerne unterdrücken, nicht mehr unterdrücken können. Das heißt, es wird sichtbar, wird präsent und jeder muss dann schauen, wie er damit umgeht und möglichst in einer besseren Form, als wenn man noch unbewusst ist. Denn die Wahrheit sollte ja das vermitteln in uns oder vielmehr uns nahebringen und uns dem öffnen, was wir wirklich sind. Und das ist letzten Endes das Gewahrsein, verbunden auch mit Bewusstheit in unserer Form und mit einer höheren Gewahrsein oder einem freischwingenden Gewahrsein, also wo kein Wollen mehr ist, ist natürlich am besten zu sein und am besten dann zu beurteilen, was jetzt zu tun ist und was zu lassen ist und inwieweit man da in Aktion geht oder eben nicht. Ja, und unter allen Umständen ist die Wahrheit am wichtigsten, denn sie ist der Faktor, der uns losgelöst sein lässt von allem. Von allem. Und ich verstehe die Zeiten, in denen es im Außen keinen Druck gibt, keine Bedrohung und keine Probleme gibt und keine Ursache, keinen Verursacher von Ängsten, dass es eine gute Zeit ist, um zu lernen, bei sich zu sein und zu bleiben, denn wenn der Stress da ist, die Herausforderung da ist, dann ist es schwer zu sagen, so jetzt bin ich mal bewusst. Das ist dann praktisch unmöglich. Aber hast du eine Qualität aufgebaut in der Orientierung, in der Öffnung, in das, was du bist, dann hast du auch die Möglichkeit, wenn es eng wird. Und es ist wichtig, wenn das dadurch geschieht, dass in uns noch Unerlöstes ist, das zu erlösen. Und dann bist du zwar nicht indifferent, also kalt gegenüber dem, was außen passiert, aber es zieht dich nicht aus deiner Mitte, aus deinem Zentrum. Und das ist ja, was nötig ist, wenn man Freiheit anstrebt, dass man sich daran gewöhnt, bei sich zu sein. Nicht irgendwo anders, weil man von irgendwo anders noch was braucht, sondern wirklich konsequent bei sich. So, damit haben wir keine Herausforderung, sondern eine Hereinforderung. Also wir sind aufgefordert, nach innen zu gehen, innen zu sein. Das ist dann auch das Resultat von Befreiung, dass innen ist und keine Orientierung nach außen geht, weil innen nicht mehr etwas und ein jemand ist und nichts, was man vermeiden muss, weil es sich unangenehm anfühlt und weil natürlich auch es nicht wirklich ein Innen gibt und ein Außen. Und wenn es keinen jemanden gibt im Innern, gibt es auch kein etwas von ihm Gelöstes oder Getrenntes im Außen. So, und dann ist das Thema Angst erledigt, das Thema Bedrohung erledigt. Und dann ist auch ganz nebenbei noch der Minderwert erledigt. Und vielmehr wisst ihr ja, wenn ihr öfter mal bei uns hier im Chat wart, gibt es nichts zu erledigen als Angst, nicht mehr zu existieren und den Minderwert. Und die verstecken sich, die beiden Themen, in allen möglichen anderen Themen. Aber man kommt immer zu dem Schluss, wenn man genau schaut, letzten Endes geht es immer nur um Angst und Minderwert. Und uns geht es zum Glück darum, dass wir uns nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, sondern mit der Qualität, die wir sind und schauen, wie es geht, dass wir in sie geöffnet sind, beziehungsweise uns nicht ins Chaos stürzen,
was wir immer dann, wenn es für uns Chaos ist, mit uns innen zu tun hat. Okay, so, und Hans-Gerd, du fragst jetzt, was genau bedeutet bei sich sein? Das bedeutet, dass wir uns damit definieren, wo unsere Aufmerksamkeit ruht. Und wenn sie im Außen ruht, weil man sich von außen etwas verspricht, einen Halt verspricht oder eine Ablenkung verspricht, dann ist man energetisch nach außen orientiert. Und bei sich zu sein heißt, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, man ist bei sich, also wirklich mit seiner Aufmerksamkeit hier. Hiermit meine ich jetzt nicht am Hals und auch nicht im Herzen, sondern hier präsent. Und der Grund, weshalb man nicht bei sich ist, ist ja der, dass man sich selber nicht aushalten kann. Wir glauben zwar immer, wir können das Außen nicht aushalten, aber wir können im Inneren uns unsere Anteile, die noch lebendig sind, nicht aushalten. So, daher sind wir immer weg von uns und verlieren uns in dem. Wenn wir dann nach außen gehen, weil wir nicht bei uns sind, ist die Tendenz ja die, dass man davon etwas bekommen will. Man will etwas erwirtschaften, man will etwas haben. Das heißt, die Energie geht nach außen und damit kommst du dann in Kontakt mit dem Chaos und dem Durcheinander in der Welt. Und das vertreten durch Menschen, die möglicherweise auch nicht bei sich sind und die auch nicht das liefern können, was du eigentlich brauchst. So, und erst wenn wir wissen, was wir eigentlich wirklich brauchen, da können wir mit dem aufhören, was uns nicht dient und was wir auch nicht brauchen können. So, damit bedeutet, wenn man seine Tendenzen erledigt hat, dass man sehr, sehr gut mit sich sein kann, besser als mit allem anderen, dann kann man sehr gut alleine sein, fühlt sich nicht einsam, denn einsam fühlt man sich ja nur, wenn man nicht mit sich selber in Frieden sein kann. Und dann hat man ein gutes Leben, ganz einfach. Kein gutes Leben hat man dann, wenn man das Unangenehme in einem selbst vermeiden will, nicht anschauen will, nicht fühlen will. Dann ist man immer auf der Flucht und das Witzige ist, die Flucht holt uns ein. Das muss gar nicht irgendjemand von außen sein, sondern die Flucht selbst, dieser Fluchtmechanismus, der führt geradewegs auf das zu, was du vermeiden willst, beziehungsweise wovor du flüchten willst. So, und jetzt lasse ich euch mal den Raum und halte mal für ein paar Minuten den Mund. Ja, schön, Hans. Gerd, du sagst, got it. Du hast es verstanden. Ja, hallo Radha. Du fragst, was, wenn der Handlungsdruck, zum Beispiel, ich denke, eine Entscheidung treffen zu müssen, so groß ist. Großer Stress taucht auf und ich verliere mich darin. Danke. Ja, die Idee, dass wir selbst Entscheidungen treffen, ist dabei das Problem. Das heißt, du musst dann nach Entscheidungen oder Antworten suchen, die ja gar nicht in deiner Verantwortung liegen. Das heißt, das Universum entscheidet und dann am besten ruh dich aus, setz dich hin und lass dir mitteilen, was das Universum als Entscheidung für dich für gut hält jetzt. Und lass das in dir auftauchen und wenn dann der Impuls kommt, dem zu folgen, dann folge ihm. Wenn er nicht kommt, dann warte auf die nächste Aufforderung oder Entscheidung des Universums. Wir treffen keine Entscheidung, wir beten nur das nach, was in uns schon entschieden ist. Auch die ganzen Zweifel, die beten wir einfach nur nach und das sind alles nicht unsere. Niemand hat jemals auch nur eine Entscheidung getroffen. Es haben sich Entscheidungen ausgedrückt durch diese Form, von der man denken kann, dass man sie ist oder dass da jemand drin ist, der die Form bedient. Das kann man denken, aber auch das ist nur ein Gedanke, der auch nicht dir gehört.
So, damit kannst du dann, könntest du alles bestimmen. Wäre es ein leichtes für dich? Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen. So, ja, dann treffe ich doch einfach eine, wenn ich doch weiß, alles weiß und alles bestimme. So, aber darin, dass du siehst, du kannst sie nicht treffen, du bist darauf angewiesen, dass man sie dir liefert. Daran kannst du wunderbar sehen, du bist nicht die Handelnde, nicht die Bestimmende und nicht die, die die Handlung ausdrückt. Also, sobald man hinschaut und sich damit beschäftigt, dann kann man herausfinden, dass man oder was man ist oder nicht ist. Also zumindest nicht jemand, der Entscheidungen trifft oder denkt. So, wenn dann Stress auftaucht, wie du es ja beschreibst, dann lass ihn auftauchen. Das ist, was das Universum dir als nächstes rät. Es taucht Stress auf und tauche nicht ab, sondern bleib da. Bleib mit dem Stress, denn der Stress ist wie alles andere auch, auch die Idee, Entscheidungen treffen zu müssen und nicht zu können und, und die Frustration darüber, das vergeht und der Stress, der dann auftaucht, weil man keine Entscheidung hört, der taucht auch ab. So, und wenn das alles dann abtaucht, ist da niemand, der sich da drin verlieren kann. So, und es gibt Situationen und Momente, da stehen einfach keine Entscheidungen an. So, das ist dann die Entscheidung, dass keine ansteht. Und da kann man sich noch so viel Stress machen oder machen lassen. Auch der geschieht ja einfach nur. Es ändert nichts an der Tatsache, wenn es nicht ansteht, dass es eine Entscheidung gibt oder eine Handlung gibt, dann passiert das nicht. Wahrscheinlich müssen deswegen, meinen manche, sie müssen wiedergeboren werden, weil sie hoffen, dass irgendwann mal die Entscheidung kommt, vielleicht im nächsten Leben. Hans-Gerd, du sagst, nach 40 Jahren Selbsterforschung denkt man ja manchmal, man weiß jetzt alles. Das kann ja wohl nicht das Resultat von Selbsterforschung sein, dass man alles weiß, sondern dass man weiß, dass man nichts weiß. Das wäre dann schon alles. Man weiß am besten nichts, denn wir sind ja nicht das Wissen, sondern das, was jenseits von Wissen
das ist, was Wissen sieht, wenn es dann auftaucht. Aber wenn es nicht auftaucht, weiß man nichts. Und du sagst, trotzdem gerät man immer wieder in Krisen. Warum hört das nicht auf? Ja, weil in dir noch nicht derjenige erledigt ist, der in Krise ist, der sich in Krise befindet. Und das ist diese Ich-Idee. Und dass möglicherweise dir entgangen ist, dass es eventuell noch Interesse gibt an Dingen, die dein System noch bewusst oder unbewusst anstrebt, weshalb es sich nicht allein auf die Wahrheit fokussieren kann und darin aufgehen oder untergehen kann. Das heißt, irgendwas in dir verspricht sich noch von bestimmten Mechanismen, die in dir laufen und die diese falsche Identität aufrechterhalten. Etwas, und das hindert dich. Und du hast ja auch gefragt, was bedeutet das bei sich sein? Und genau das wird es sein, dass es dir nicht gelingt, dass du über längere Zeiträume bei dir bist. Aber wenn es anders ist, dann sag's. Yvonne, du sagst, ist gleich eine schöne Frequenz hier, reicht mir gerade. Brr. Okay, du bist aber mit wenig zufrieden. Wir fangen doch gerade erst an. Wir sind noch nicht mal 20 Minuten auf Sendung. Und schon reicht es dir? Dann bist du aber nicht reich. Denn reich sein heißt, Zugang zu seinem Reichtum zu haben. Und der drückt sich immer auch durch Energie aus, als Energie aus. Great laughter, Hans-Gerd, sagst du, yes. Okay, gut, haben wir dich erwischt. Oder du dich selbst. Ja, es ist wichtig, wer wirklich die Freiheit will oder die Wahrheit wissen will, was dasselbe ist. Der sollte schonungslos schauen, woran das falsche Ich noch Interesse hat. Also was dem im Weg ist, dass Verwirklichung passieren kann. Denn sonst investiert es so viel Energie in etwas, wodurch dann nur Frust entsteht, dass es dann natürlich auch nur halbherzig dabei ist und der Frust immer größer wird. So, damit muss die Strategie, die man nutzt, um sich von seiner persönlichen Identität zu verabschieden, stimmen, und die Intensität muss stimmen, die Überzeugung, die Gewissheit muss da sein, dass das auch ein Resultat mit sich bringt oder dass ein Resultat dabei herauskommt. Gut, Hans-Gerd, auch die Energie ist schön heute, okay, sehe ich auch so. Zumindest ist er nicht schlimm. Yvonne, du sagst, warum bin ich nicht reich? Naja, weil du sagst, dir reicht es gerade. Und wenn es dir reicht, dann bist du mit wenig zufrieden. Ich sagte, ich habe es ja erklärt, dass es bedeutet, dass noch mehr geht. Also wenn schon viel geht und dann noch mehr, warum nicht dabei sein, um sich in dem Reichtum zu erkennen? Also wer reich ist, dem fehlt es an nichts. Und darum geht es uns doch, dass wir uns als das erkennen, dem es an nichts fehlt. Und das kann ja nur Fülle sein, das ist innerer Reichtum. Und den muss man sich erstmal zugestehen. Das Leben bietet alles. Wenn man es sich nicht zutraut, scheint es nicht viel zu bieten. Zu haben. Aber es bietet alles, es hängt alles davon ab, in welcher Resonanz du zu deinem Umfeld bist oder zu dem Leben um dich herum oder zur Welt.
Okay, Yvonne, ich dachte, du meinst, es reicht dir und du gehst jetzt. Aber da du sagst, du gehst nicht, ist es ja gut. Und du sagst auch, ich erkenne den Reichtum gut. Alles klar. Hans-Gert, du sagst, ist die Person, die ich bin, nicht von meiner Seele erschaffen, um bestimmte Erkenntnisse zu bekommen? Warum muss ich die Ich-Identität aufgeben? Nein, du musst nicht, aber willst du wirklich glücklich sein, willst du wirklich vorbehaltlos reich und zufrieden sein, dann muss sie sich nach und nach verabschieden. Also die Ausdrucksformen, die sich als Tendenzen in dir aufgrund deiner Prägung ausgedrückt haben oder in dir festgesetzt haben und ein Automatismus geworden sind, die müssen hinter sich gelassen werden. Und die ganzen einzelnen Ausdrucksformen von uns zusammengenommen ergeben ja die falsche Identität. Und falsche Identität heißt, du wirst durch das Bedienen davon nicht glücklich. Dadurch falsche Identität, weil es nicht deine wirkliche ist. Das heißt, du hältst eine falsche Identität aufrecht und investierst alles Mögliche da hinein, die gibt dir aber eigentlich nichts. Die ist leer, weil sie falsch ist, weil du es nicht bist. So, damit bist du dann im Zirkus und musst immer eine gute Performance hinlegen, damit es bei dieser falschen Identität bleibt. Um deine wahre Identität braucht man sich nicht zu sorgen, denn die ist ja immer. Das heißt also, die muss man nicht herbeirufen, die kann man höchstens verdrängen oder man kann aufgrund der falschen Identität mit der so beschäftigt sein, dass man seine wahre Identität übersieht. Also die Selbstverständlichkeit, du zu sein, übersieht. So, wer das nicht will, dass er frei ist davon, der muss ja nicht. Aber wenn du davon frei sein willst, was ja doch so aussieht, wenn du sagst, 40 Jahre habe ich schon meditiert und wo bleibt das Resultat, dann bist du ja erfolgsorientiert in Richtung Freiheit. Und dann gehört dazu, dass man die Ich-Identität aufgibt, beziehungsweise sie wegfällt, weil aufgeben kann man ja nicht, kann sie nicht. Das könnte man nur, wenn man sie selbst erschaffen hätte, selbst bestimmen würde, wie sie ist, und dann könnte man auch Anteile davon oder die ganze hinter sich lassen oder aufgeben. Aber das Aufgeben davon passiert oder das Abfallen davon passiert, wenn ein bestimmter Grad an Freiheit erreicht ist. Freiheit von eben den Ich-Geschichten, der falschen Ich-Identität. So, und jetzt kommen wir zu dem Anfang deines Satzes, dass du sagst, ist die nicht von, diese Person nicht von deiner Seele erschaffen, um bestimmte Erkenntnisse zu bekommen. Nein, ist sie nicht. Also sie ist von niemandem erschaffen, sondern sie ist einfach spontan entstanden, als eine bestimmte Möglichkeit von Ausdruck, von Bewusstsein. So, das heißt, wir haben keinen Erschaffer, keinen Schöpfer und auch nicht wirklich eine Seele. Das, was manche als Atman oder Seele bezeichnen, ist eigentlich nur eine Qualität, die wir Atman nennen, wenn sie sich auf unsere Wahrnehmung beschränkt, dass diese Qualität in dieser Form ist und außerhalb nicht. Und wir nennen sie Brahman, wenn es diesen Unterschied nicht mehr gibt von dieser Form als stimmiger Ausdruck unserer wahren Identität. Und
das sogenannte Außen drumherum auch als eines wahrgenommen wird. Also du dich nicht als ein Jemand mehr siehst, auch nicht als ein Jemand, in dem jetzt Atman, also diese wahre Identität erkannt oder gesehen wurde, sondern auch um dich herum, sodass es klar ist für dich und für alle anderen, denen es so geht, dass es nur dieses eine gibt und dass du das bist. So, dafür muss man gar nichts tun, das ist einfach so, das ist die Wahrheit, so sind wir. Und das, was da als scheinbare Person von einer scheinbaren Seele geschaffen wurde, ist etwas, womit diese sogenannte Person bzw. das Bewusstsein als diese Person versuchen muss, klarzukommen. Aber es ist nicht so, dass es einen bestimmten Grund gibt, weshalb es diesen Ausdruck gibt, der sich jetzt Hans Gerd beispielsweise nennt. Der einzige Grund, den ich weiß, ist, dass es keinen gibt und dass das, was sich im Universum ausdrückt, sich dadurch ausdrückt, dass es nicht identisch ist mit irgendwas anderem. Also hier geht es nicht um die Identität von unserer wahren Identität im Universum, sondern es geht um das Gegenteil. Es geht eigentlich um die Verschiedenheit. Und dadurch entsteht auch Trennung, dadurch entstehen verschiedene Meinungen, Ansichten und Sichtweisen in Bezug zu anderen Menschen und dadurch natürlich auch entsprechend Konflikte und auch Unzufriedenheit, denn als das eine Einzige, was ungetrennt ist, gibt es ja auf dieser Ebene keinerlei Beziehung und keine Not, in einer Beziehung zu sein, aber in dieser Dimension von Welt hier gibt es scheinbar diese Notwendigkeit, sich zu beziehen und ein Bezugsinstrument zu sein. Aber das geht komplett an der Wahrheit unserer wahren Identität vorbei, die das ungetrennte eine ist. So, also du musst nichts Bestimmtes lernen, außer zu lernen, welches Paket es ist, was du mitbekommen hast. Also was dein persönlicher Ausdruck ist, wo deine Stärken und deine Schwächen liegen, wo deine Anhaftungen liegen und deine Potenziale. So, das heißt, ich verstehe Leben so, dass man sich sozusagen selbst erforscht, um zu schauen, was ist denn das Überraschungspaket, als dass ich hier präsent bin. Und in dem Erforschen davon zu sehen, was ist es, was mich glücklich macht, was macht mich unglücklich. Und dann nach dem zu leben, was dich glücklich macht. Und dabei nicht das, was dich unglücklich macht, zu verdrängen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. So, das wäre Leben, nach meiner Definition. Und wenn man dann sieht, was nicht stimmt, dann bedient man das möglichst nicht mehr. Aber da wir das selber nicht bestimmen, sind wir darauf angewiesen, dass es möglich ist, dass man es nicht mehr bedient. Und dass es dann im Zusammenhang damit auch geschaut wird, was uns dient und was uns nicht dient. Okay. Ja, und Yvonne, du sagst in Bezug auf den Reichtum deiner wahren Identität, wenn es den nicht gäbe und du nicht reich wärst innerlich und drauf stehen würdest, nicht drauf stehen würdest, dann wärst du wahrscheinlich auch schon durchgedreht. Das ist sicher so, ja. Ja, Corinna, tut mir leid, du sagst, der Frieden ist weg. Was für ein Jammer. Der Frieden ist nicht weg, nur du bist wieder weg. Du musst halt schauen, wo du hingefahren bist, dass du den Frieden nicht mehr im Blick hast. Es fällt mir schwer, das nicht zu bedauern. Na, du tust es ja schon. Dabei war es offensichtlich nur ein Zustand. So ist es, so ist es, so ist es. Also ich predige ja deswegen immer, du kennst mich doch schon seit Jahren, immer wieder dasselbe. Fallt nicht auf die guten Momente rein, verlangt nicht, dass sie ständig da sind. Und schaut, dass ihr mit dem seid, was ist und was auftaucht. So, und wenn das gelingt, ist es schon ganz viel. Und dann ist es auch okay, wenn dann der Frieden, der scheinbar gekommen war, dann wieder geht, obwohl du es bist, die geht. Und dann ist man nicht zu Tode betrübt, wenn das so ist. Es ist nicht so, wie das Leben ist, wie man es sich vorstellt, wenn man einmal eine Minute in einem guten Zustand ist, wie du das jetzt weißt. Also nicht gleich durchdrehen, nach dem Motto, das ist es jetzt, jetzt fühle ich mich gut, jetzt ist das Drama nicht da und schon ist es vorbei damit.
So, das Selbstlos ist wieder da. Gibt es eine endgültige Wahrheit oder viele verschiedene? Es gibt nur eine endgültige Wahrheit und es gibt viele verschiedene Interpretationen davon. Und Wahrheit ist das, was sich nicht verändern kann, was unter allen Umständen gilt und für alle und jeden gilt und in dem es noch nicht mal alle und jeden gibt, sondern nur diese Wahrheit. Und das ist eine Qualität, die keine Eigenschaften hat, denn außer der, dass sie immer ist, immer mit sich selbst identisch und unabhängig ist von allem, was ja eher negative Anteile sind, also nicht genau beschreibt, wie es ist, sondern nur, wie es eigentlich nicht ist oder was es nicht ist. Das ist das, was, wenn es definierbar wäre oder bestimmte Eigenschaften hätte, dann wäre es dem unterworfen, wie das Universum hier ist. Nämlich es würde wie bei Corinna kommen und gehen, sondern könnte unsere wahre Identität kommen und gehen und das wäre eine Katastrophe, dann bräuchte es eine weitere Qualität, die die Wahrheit ist, die nicht kommt und geht. Und da wir die aber schon haben, müssen wir die ja nicht jetzt nochmal irgendwo anders suchen. Also es gibt eine endgültige Wahrheit und das ist, was wir wirklich sind. Also unsere Identität damit anzustreben, heißt nach der Wahrheit zu leben und nicht eine falsche Identität zu leben. Daher für jeden eigentlich essentiell. Und die Interpretation oder die Wirkung davon, die das auf uns hat, wenn wir uns der Wahrheit öffnen, also der wahren Identität, die die Wahrheit ist, die wir sind, öffnen, dann hat das verschiedene Auswirkungen. Aber es sind keine verschiedenen Wahrheiten, nur Interpretationen davon, sodass wir dann denken, oh, für den einen ist die Wahrheit Gelassenheit, für den anderen ist es Klarheit, oder Frieden oder Freude oder was auch immer gerade ansteht oder Stille. So, hallo Lisa. Du sagst, lieber Moni, was macht man, wenn sich gerade ein Psychokrimi als Albtraum im Traum zeigt? Mein jüngster Bruder manipuliert gerade mit seiner Frau, einer Juristin, seine Unterschrift für eine Schenkung. Ja, dich dagegen zu verwahren, wenn du davon betroffen bist, das tut man dann. Das wäre sinnvoll, dagegen etwas zu unternehmen, für eine Schenkung eines Hauses hinter dem Rücken von Papa. Wir können alle nicht zu ihr, warum auch immer nicht. Sie hat Parkinson und konnte nicht allein sein, weil mein Vater ins Spital musste. Danke. Kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, was das da bedeutet, aber wenn du siehst, dass da jemand ist, der dich betrügen will, dann nimm dir jemanden, der das verhindert. Ja, du musst dann schauen, dass du dich da durchsitzt, wie gesagt, und nimm dir jemanden, der dich dabei unterstützt, der dich rechtlich berät und das Schlimmste verhindert, dass irgendwas hinter dem Rücken von Menschen passiert, die sich dann nicht mehr gegen wehren können oder nicht in der Lage sind, die sich dagegen zu wehren. So, das heißt, Beschwerde hilft nicht weiter. Wenn man in einer Konfliktsituation ist, muss man schauen, dass man den Konflikt beseitigt und dann schauen, welches sind die stimmigen Maßnahmen, das hinzubekommen. Ohne sich genauso zu verhalten wie die anderen möglichst, denen man nachsagt, dass sie mit unfairen oder unlauteren Mitteln vorgehen. Ja, Familie ist nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass man
an den anderen denkt oder den anderen nicht übervorteilt. Das gibt es auf allen Ebenen. Insofern keine Überraschung, nur eines von vielen Möglichkeiten, wie Menschen sich verhalten können. Aber jedes Ereignis bietet die Möglichkeit, für sich zu lernen und für sich einzustehen, klar zu sein und vor allem das, worin man selbst verstrickt ist, klar zu sehen und vor allem die Vorwürfe, die man anderen gegenüber hat, klar zu sehen, dass man sich immer wieder dessen bewusst ist. Ich rege mich jetzt über irgendjemanden auf und vielleicht auch zu Recht, aber ich rege mich auf und dann muss ich schauen, inwieweit ich selber mit dieser Thematik auch zu tun habe. Also selber möglicherweise genau dasselbe tue, es aber nicht sehe, wie ich es den anderen vorwerfe. Ja, und du sagst jetzt auch, das Gleiche ist meinem Partner passiert. Er hat seine Schwester ausbezahlt, es wurde eine Schenkung gemacht und er musste auf die Straße. Jetzt das Gleiche wieder. Ja, daran kannst du sehen, du bist in einer Resonanz zu dieser Thematik. Das ist ja nicht ohne Grund, dass sich das fast deckungsgleich wiederholt. Und das heißt, du hast etwas damit zu tun, dass man dich gerne betrügt. Du lädst ein dazu, dass man dich betrügt. Und wie gesagt, vielleicht betrügst du dich selbst auch. Das ist, wenn du dann der Ansicht bist, du tust das im Außen mit anderen nicht. In demselben Feld wirst du es wahrscheinlich nicht tun, aber irgendwo vielleicht betrügst du dich selbst. Vielleicht auch darin, was du in deinen Geschwistern siehst, dass da eitel Sonnenschein ist und so weiter und es nicht ist. Oder du betrügst dich bezüglich deines Ausdrucks selbst, dass du dir da nicht treu bist oder über deine Grenzen gehst und dich sozusagen verschenkst. Das geht ja da um eine Schenkung. Also würde ich da schauen, das ist ganz wertvoll, in solchen Situationen zu sehen, inwieweit man in etwas verstrickt ist, also nicht klar ist. Wann immer man etwas verliert und man auch oder betrogen wird von jemandem, dann heißt es auch, dass man sich selber das, worum man betrogen ist oder auch andere Qualitäten prinzipiell, potenziell nicht gönnt. Dass man sich das selbst nicht zugesteht. Und dann geschieht etwas von außen, das einem das nimmt. Daher ist es wichtig, wir haben ja vorhin auch im Zusammenhang mit der Energie hier wegen Reichtum gesprochen. Und auch dabei gesagt, wie wertvoll es ist und wie wichtig es ist, den inneren Reichtum zu sehen und danach zu leben und sich etwas zu gönnen. Das widerstrebt scheinbar dem, was vielfach so gesagt wird, dass man arm sein sollte und keine Anhaftung haben an Geld und Reichtum und Besitzgüter und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wenn man sich etwas gönnt, dass man deswegen daran anhaftet. Das ist ganz wichtig, dass man das unterscheiden kann. Man muss deswegen kein Mönch sein und in ein Kloster gehen, nur weil man meditiert. Und, oder dass man dann meint, gut, mir steht der Reichtum nicht zu und ich darf vor wem auch immer, Gott oder so, keinen Reichtum besitzen, denn sonst bin ich es nicht wert, weil ich zu sehr auf den Reichtum aus bin und nicht auf das Innere. Es ist wichtig, dass man das klar trennt und weiß, es kommt darauf an, dass man an das, was man ist und hat, denn wenn man sich etwas zugesteht und wenn man innerer Reichtum ist, dann kommen nun mal auch materielle Güter auf einen zu und es erfüllen sich Träume, die man gar nicht hatte oder Wünsche, die man nicht hatte. Und
Insofern geht es nicht darum, das alles abzulehnen, sondern sich das zuzugestehen und dann in einer guten Weise damit zu sein, ohne darin verloren zu gehen und sich dadurch zu definieren. Das ist die Kunst, um die es geht. Ja, du bestätigst, was ich gerade sagte, Lisa. Nein, sagst du, nein, lass mal einfach weg. Das Nein, lass mal weg. Ich war als Tochter unerwünscht. So, das zeigt ja schon, dass du natürlich dich als falsch gefühlt hast. Und sich falsch fühlen heißt, sich minderwertig zu empfinden. Und sich minderwertig zu empfinden heißt, dass man sich nicht etwas nicht zugesteht. Und dann hat man das Gefühl, dass es so sich so auch gehört. So ist nun mal mein Leben. So, du warst unerwünscht, aber ich habe immer viel geschenkt und eigentlich nie etwas zurückbekommen. Darin siehst du, du bekommst nicht etwas zurück, weil du es dir nicht zugestehst. Und du denkst immer, du müsstest den anderen was schenken, damit du was zurückbekommst. Aber so funktioniert das nicht. Kein Ausgleich hat stattgefunden, sagst du, und der Selbstwert ist nicht so toll. Genau das ist der Punkt. So, und da unten, weiter unten sagst du, als Kind hätte ich von einem Onkel sehr viel erben sollen. Auch das wurde gefälscht. Ein roter Faden, danke. Ja, genau. Und jetzt gilt es, den zu durchtrennen, diesen roten Faden, und für dich einzustehen. Nimm dir einen Anwalt oder wen auch immer sonst als Unterstützung und geh für deine Werte. Geh für das, was, wovon du siehst, man will dir wieder etwas vorenthalten. Du sagst, du hast nie etwas zurückbekommen. Eigentlich hast du auch eigentlich dann nie was bekommen, kann man fast sagen. Gut, da liegen wir ja zumindest richtig. So, Susanne, lieber Moni, sagst du, ich denke oft, es steht mir nicht zu, jemandem meine Wahrheit zu sagen, wenn das für den anderen unangenehm ist. Wie kann man aus dem Muster aussteigen? Na, indem du weißt von dir aus, nicht weil ich es sage, aber vielleicht hilft dir das, dass es wichtiger ist, jemandem die Wahrheit zu sagen, als zu versuchen, jemanden zu schonen und ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Denn es ist ein großes Geschenk, man kann kein größeres Geschenk machen, als jemand die Wahrheit zu sagen. Egal wie unangenehm sie ist, denn dann weiß der andere wirklich genau, womit das zu tun hat. Entweder was ihn selbst betrifft oder dich betrifft. Das ist ein riesengroßes Geschenk, denn wer macht das schon? Wer ist schon so aufrichtig, dass er anderen wirklich sagt, was er von ihnen hält? Kaum jemand. So, also das ist aus meiner Sicht ein hoher Wertfaktor, überhaupt die Wahrheit zu sagen, davon zu sprechen, denn das ist, wovon ich nach wie vor heute immer noch erfüllt bin. Ich brauche nur über die Wahrheit zu sprechen. Da ist einfach Schönheit präsent und teilt sich auch mit. Und, aber auch in, was die Wahrheit anbetrifft, die man jemand sagt, in Bezug auf nicht die höchste Wahrheit, sondern irgendwelche Geschichten, was auch immer das jetzt ist. Irgendwelche, meistens sind es ja Beziehungsgeschichten, Themen, die dann da aufsteigen. Also das, wenn du dann weißt, dass es wertvoller ist, jemandem die Meinung oder die Wahrheit zu sagen, was auch sein kann, dass es dann die Meinung ist, die sich nicht gut anfühlt, wenn das der Fall ist, dann wirst du das tun. So, also das kann durchaus sein, dass es auch dann für eine Weile für den anderen unangenehm ist, aber es ist nicht an dir zu entscheiden, ob das jetzt für den anderen angenehm sein soll oder unangenehm, sondern ob es für dich stimmt. Denn wenn du dich immer nach den anderen richten wollen würdest, müsstest du dich so wie die meisten Menschen das tun, die ganze Zeit verraten. Also dir nicht treu sein. Aber uns geht es hier nicht darum, uns nicht treu zu sein, sondern im Gegenteil. Und das führt natürlich auch zum Teil zu Konflikten, weil man häufig in irgendwelchen Beziehungsstrukturen hängt, wo man nie seine Meinung gesagt hat und dann irgendwann mal kommt man dann damit raus, explosionsartig, weil man versucht hat, das immer zurückzuhalten. Und wenn man dann unter Druck oder wenn es nicht mehr zu halten geht, damit rauskommt, ist es dann äußerst unangenehm für alle Beteiligten. Aber besser so als gar nicht. Also besser damit rauskommen als gar nicht.
So, also du musst wissen, inwieweit dir das jetzt wert ist. Du dir selber wert bist. Das ist der Punkt. Deine Wahrheit zu sagen. Denn bist du dir das wert, wirst du in Wahrheit leben. Und was dann die Folge davon ist, die Wahrheit folgt dir überall hin. Das ist so, wenn du danach lebst und sie ausdrückst. Also probier es aus und schreib mir, wenn es nicht passiert. So, The Blackberry. Welche Bedeutung hat das Kronenchakra in der spirituellen Entwicklung? Naja, das ist das, was öffnet in die Regionen, die jenseits des Körpers sind, also am ehesten da hinein öffnet. Die Basis dafür ist das Herz, angetrieben durch die Energie der unteren Zentren und dann durch die Mittel des Ausdrucks der Kommunikation wie Herz, Hals, Chakra und das dritte Auge ist dann die Öffnung der Energie in das, was jenseits des Körpers ist, über das Kronenchakra der Fall. Und darüber hast du dann auch Kontakt zu deiner, in Anführungsstrichen, Weisheit, also zu deinem inneren Wissen. Das hat man über das Kronenchakra. So. Ich gehe jetzt nochmal, Christian, ich gehe gleich auf dich ein. Ich will gerade nochmal zu Lisa was sagen. Du sagst gerade, meine Eltern haben mir nicht mal Schulgewand gekauft, hat mein Onkel gemacht. Manchmal durfte ich mir eine Semmel für die Schule kaufen. Dann hatte ich Schuldgefühle, weil ich Geld bekam. So, und das ist wichtig, das abzustellen, diese Schuldgefühle, weil das steht dir schon mal zu, eine Semmel für die Schule kaufen zu können, finde ich. Und mehr. Aber da musst du schauen, ob es da Ressourcen in dir gibt, die sich das zugestehen können. Also du siehst, du lebst die ganze Zeit im Minderwert und dann darfst du dich nicht wundern, dass natürlich im Außen dir auch niemand was zugesteht. Warum nicht? Weil du dir nichts zugestehst. Also schon in den kleinen Dingen dir nichts zugestehst. In dem Moment, wo sich das ändert, wirst du sehen, dass sich alles andere um dich herum auch ändert. Also dass niemand mehr versuchen wird, vielleicht wird es noch, aber eher nicht, dich zu betrügen. Und selbst wenn, dann wirst du entsprechend für dich einstehen. Und du musst jetzt lernen, für dich einzustehen. Jetzt hast du die Chance und auch die Notwendigkeit. So, und dann lebst du erstmal in Saus und Braus, wenn du dein Erbe gesichert hast. Gönne dir was. Kauf dir ein Ferrari und fahr an die Côte d'Azur. Aber ein Cabrio. Okay, Christian. Du fragst, wie schaffe ich es, mich selbst zu erkennen? Ganz einfach, indem du es willst. Öffne dich dafür, dich selbst zu erkennen. Öffne dich dem, was du wirklich bist, damit du eine Chance hast, dich dann zu erkennen. Ganz einfach. Aber erwarte nichts Spezielles. Sei einfach geöffnet in das, was als Antwort ist. Und die Antwort ist sicher keine verbale Antwort. Aber schau, was dann ist, was in dir auftaucht, wenn du das tust. Und das kannst du auch jetzt heute Abend hier tun, während wir hier zusammen sind. Wäre gut, das gleich auszuprobieren. So, jetzt sagst du, die Illusion vom Ich ist so hartnäckig und es nur mental zu verstehen, hilft nichts. Kannst du eine Übung empfehlen? Ja, habe ich gerade gemacht. Diese Öffnung in das, was du bist. Öffne dich dem, was du bist. Das ist das Zentrale. Und dann schau, wie es dir damit geht. Und dann können wir immer noch über andere Formen der Öffnung in das, was du bist, sprechen. Aber das ist die einfachste und auch die wirkungsvollste. Denn sie besagt, du musst nicht irgendwo hinkommen, du musst nicht erst eine Ausbildung machen, um das zu sein, was du bist, sondern du öffnest dich dem einfach. Und damit bestätigst du dir, das ist ja der Fall. So, und indem ich mich öffne, bestätige ich das, was wahr ist. So, und was natürlich passieren muss, du hast richtig gesagt, es nur mental zu verstehen reicht nicht oder bringt nichts. Wichtig ist die Umsetzung davon energetisch. Daher der Hinweis, dich dem zu öffnen, was du bist, und dann verändert sich deine Energie. Wann immer du nicht die Persönlichkeit bedienst, verändert sich die Energie. Und wenn du auf dich ausgerichtet bist, mit deiner Aufmerksamkeit dich dem öffnest, was du bist, dann ändert sich deine Energie, du wirst höher schwingig und dann hast du die Möglichkeit,
dass sich das dann auch wirklich umsetzt, was du mental verstanden hast. Für den Fall, dass du das Richtige mental verstanden hast, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hast du ja nicht mitgeteilt, aber musst du vielleicht auch nicht. So, Bhagavato, Florian, du sagst, ich hatte den Impuls, einfach Hallo zu sagen. Ja, schön. Hallo. Es fühlt sich an, als würde ich mir selbst damit ein Geschenk machen. Cool. Ja, im Satsang zu sein, ist einfach ein Geschenk von sich selbst an sich selbst, könnten wir sagen. Denn ohne die Resonanz in dir selbst könntest du nicht hier sein. So, Susan, du machst das auch. Du sagst, das mache ich jetzt auch. Ich öffne mich jetzt dem, was ich bin. Ja, gut. Sehr gut. Nicht zu viele, sonst ist niemand mehr da und ich muss mir selber die Fragen stellen. Also nicht, dass ihr jetzt alle plötzlich erwacht und ich bin ganz alleine hier übrig. Ja? Das wäre echt unfair. Ja, berichtet mir, wie es ist, wenn ihr euch jetzt dem öffnet, was ihr seid. Bevor ich jetzt auf Lisa antworte, lasst uns einfach mal einen Moment da eintauchen in diese Öffnung. Lasst uns einfach uns jetzt öffnen in das, was wir wirklich sind. Unsere wahre Natur oder wahre Identität oder das, was dein wahres Selbst ist oder das, was du wirklich bist. Und du kannst darauf vertrauen, dass diese Öffnung auch geschieht, denn du bist das. Du bist das, dem du dich jetzt öffnest. Und es ist dir näher als nah, weil du es bist. Es kann also nicht weg von dir oder entfernt von dir sein. Es kann nur direkt da sein, wo du jetzt gerade bist. Dafür musst du nichts wissen, nichts können, nichts vermeiden. Du kannst noch so denken, ich bin minderwertig, ich kriege das nicht hin. Aber es ist so, es ist das, was du bist, egal was du denkst, es ist die Wahrheit. Du bist das, das sich zeigt, wenn du dich dir öffnest und keine Vorstellung davon hast, wie das aussehen sollte. So, im Gegenteil zu dem Wissen darum, gewusst zu haben, ich bin das, ist das die Praxis. Und die präsentiert das Resultat.
Die Schwingung hier hat sich gleich geändert, sobald wir damit angefangen haben. Uns dem zu öffnen, was wir wirklich sind. Lisa, zu der Thematik eben mit Schenkung und Haus und so weiter und Betrug. Danke, lieber Moni, du bist immer so klar. Ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich zu innerer Kindarbeit absolut keinen Bezug hatte und nichts wahrnehmen konnte oder keine schönen Kindheitserinnerungen hatte. Aber ich bin ja keine Persona. Ja, das bist du nicht, aber du funktionierst natürlich noch so wie eine Person. Daher ist es doch gut, dir das anzuschauen und dich nicht selbst zu betrügen, indem du sagst, natürlich bin ich keine Person, aber es finden in dir noch Reaktionen statt und Ereignisse geschehen in deinem Leben außerhalb, die dich direkt betreffen und die damit zusammenhängen, dass du denkst, du bist jemand, der falsch ist und dem nichts zusteht. Also insofern kannst du zwar wissen, du bist keine Person, aber du funktionierst noch so. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen uns dann auch so verhalten, als wären wir eine Person, um das uns anzuschauen, in welcher Weise behindern wir uns, um das dann hinter uns zu lassen, wenn wir sehen, dass wir da einfach ziemlich viele falsche Ideen, Vorstellungen haben, die nicht stimmen. Sonst wären sie ja keine falschen. Gut. Susanne, du sagst jetzt, ich habe noch Angst, wenn ich meine Wahrheit spreche, dass ich dem anderen Unrecht tue. Da der doch auch Recht hat mit seiner Wahrheit. Hab da noch einen Knoten. Ja, ich hätte am liebsten immer Frieden. Ja, und das ist schwierig, dass, wenn in dir noch Unfrieden ist, weshalb du ja dauernd Frieden willst, sonst müsstest du ja keinen wollen, dann wirst du auch im Außen natürlich Angst haben vor anderen, die den Frieden stören oder ihn nicht erlauben. So, natürlich hat der andere, jeder andere hat seine eigene persönliche Wahrheit, relative Wahrheit. Aber niemand weiß ja von dir, was deine ist. Und der andere könnte ja auch von dir profitieren, wie du von dem anderen, wenn du deine Wahrheit ausdrückst und dem anderen seine die Chance gibst, dass er sie auch ausdrückt. Und wenn du sie ausdrückst, hat der andere eher die Gelegenheit, die Möglichkeit, sie auch auszudrücken. Also insofern tust du demjenigen einen Gefallen und tust ihm keinen Gefallen, wenn du es nicht sagst. Weil wir spüren ja auch in unserem Gegenüber, was da an Irritationen ist oder dass wir irritiert sind von dem anderen, weil da etwas in ihm vorgeht, was er nicht mitteilt. Das sind diese sogenannten Doppelbotschaften. Das Bewusstsein bzw. im Wachbewusstsein sagst du etwas und im Unterbewusstsein denkst du was ganz anderes und hältst es dem anderen vor. Und das führt zu, auf der anderen Seite, bei dem anderen, zu schrägen Verhaltensweisen, also zu einer Art von Interpretation, die derjenige dann auch aufgrund seiner Tendenzen und seiner Verhaltensweisen vornimmt. Und dann wird es komplett schräg. Irgendwann weiß niemand mehr von irgendjemand noch, worum es eigentlich geht, fühlt sich aber unwohl. Und da schafft die Wahrheit Klarheit. So, also du wirst dann für die Wahrheit gehen, Susanne, wenn du dir selbst es wert bist, dass du sie ausdrückst. Du musst dir das wert sein, die Wahrheit zu leben. Dann wirst du sie ausdrücken, unter allen Umständen. Und du wirst Wege, Mittel und Wege finden, das in einer Weise zu tun, dass mit der Zeit die Menschen das auch von dir annehmen können. Nachdem das erst vielleicht wie ein ungeschliffener Diamant die Menschen auch irritieren kann, weil du keine Übung darin hast und unsicher bist. Aber vielleicht auch nicht muss, wer weiß, vielleicht bist du ein Naturtalent im Ausdruck von Wahrheit und dann passt das ja. So, hallo Gerlinde, du fragst, ist das spirituelle Erwachen immer ganz und unumkehrbar oder gibt es auch ein spirituelles Erwachen in kleinen Schritten? Vielen Dank. Also, ich unterscheide zwischen Erwachen und Aufwachen. Aufwachen heißt, du hast einen Einblick und vielleicht ist dann dieses persönliche Ich ein Stück in den Hintergrund getreten oder scheinbar nicht mehr da.
taucht aber dann irgendwann wieder auf. Das ist das Aufwachen. Das heißt, du weißt dann grob möglicherweise, worum es da eigentlich geht beim Erwachen. Und Erwachen oder Verwirklichung nenne ich das am liebsten, weil die beiden Begriffe sind sich zu nah. Die kann man gerne verwechseln. Das heißt also, wenn Aufwachen geschehen ist, dann ist es noch nicht passiert und dann würde es bedeuten, dass es entspricht der Aussage von dir selbst, dass es kleine Schritte sind. Und dann weiß man nicht, wie viele es sind, aber zumindest ist es dann noch einer, der dann noch ansteht. Nämlich, dass diese falsche Identität als nicht existent durchschaut wird. Dass sie damit praktisch dann weggefallen ist für dich. So, und dann ist es unumkehrbar. Nur dann, nicht wenn gute Momente sind für eine Weile, die können Wochen, Monate sein, vielleicht auch ein halbes oder ein Jahr, kann das anhalten und dann plötzlich kehrt das Ich wieder zurück, beziehungsweise es war nie weg, sondern nur in den Hintergrund gedrängt. So, aber wenn es nicht mehr ist, dann ist es unumkehrbar. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Aufwachen und Verwirklichung oder Erwachen, wie du es genannt hast. Hans-Gerd, du sagst, du kannst einen ja sowas von auf eine höhere Schwingung bringen. Danke. Ja, darum geht es uns ja auch, dass unser Beisein dazu führt, dass wir Dinge durchschauen, dass die dann abfallen und wir gemeinsam in dieser Schwingung sind, die jenseits von den Problemen ist, um die es dir teilweise dann ja auch geht. So. Narasimha, grüße dich. Du sagst, hallo Moni, wie lässt sich das Minderwertigkeitsgefühl überwinden, deiner Ansicht nach? Du sagst, man muss es sich wert sein, dieses oder jenes zu tun, was ja schon Selbstwert und die Überwindung von Minderwert voraussetzen, oder nicht? Ja, das ist wahr, das ist dann schon die Öffnung, dass man sieht, ich gestehe mir etwas nicht zu. Das ist so das, dass du merkst, hier passiert etwas und reduziert mich zu etwas, was sich überhaupt nicht gut anfühlt und da passiert schon wieder was und da und ich verhalte mich so, dass ich mich einfach den anderen unterordne, nicht zu meiner Wahrheit stehe und es mir dabei schlecht geht. Und das ist dann ein Hinweis darauf, wenn es dir besonders schlecht geht, da läuft irgendwas falsch. So, und dann zu unterscheiden, ist es jetzt Angst oder Minderwert, aber wir sind jetzt bei Minderwert, also schauen wir dann, was es für ein Anteil ist von Minderwert oder ob es Minderwert ist. So. Wie lässt sich das Minderwertsgefühl prinzipiell ändern, ist ein Anteil, den wir jetzt erwähnt haben, indem man sieht, dass einem diese Dinge nicht gut tut und man sich dessen bewusst wird, was einem nicht gut tut. Also man wach ist dafür, zu sehen, wie man funktioniert. Denn wir sind ja nicht die Funktion, wir sind das Sehen davon. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir sind das Sehen davon, wie diese Kasperlepuppe hier im Vordergrund rumzappelt und alle möglichen Verrenkungen macht, um irgendwie im Leben klarzukommen. Und irgendwo haben wir da auch dann eine Distanz dazu und können sehen, wie schräg das manchmal ist, wie weh es tut und auch wie witzig es auch manchmal ist. Das wäre immer schon mal gut, zu sehen, wie witzig es ist. So, und tatsächlich vollkommen überwindet man das Minderwertigkeitsgefühl, indem man weiß, wer man ist. Oder anders gesagt, sich dahin orientiert, wenn man das noch nicht weiß, für sich nicht verwirklicht hat, was ja für die meisten so ist, dann öffnet man sich seiner wahren Identität mehr und mehr und mehr und mehr und sieht dann irgendwann darin, dass man nicht das ist, was eine Idee hat von Minderwert. Also, dass man nicht diese Ich-Identität ist, diese falsche, die automatisch sich minderwertig fühlen muss, weil ihr nämlich ihre wahre Identität fehlt. Sie ist ihr nicht bewusst. Das ist das Dilemma für uns. Also, sobald wir glauben, dass wir jemand sind, dass wir der Körper sind und da jemand da drin ist, der dann da das Ganze lenkt, sind wir in Angst und Minderwert. Wir sind reduziert auf diese Form und sind reduziert darauf, dass wir irgendwann mal sterben müssen und dass wir unvollkommen sind, uns die ganze Zeit eigentlich unsere wahre Identität fehlt. Es sieht dann so aus, als würde uns fehlen, wir können nicht gut rechtschreiben, wir können nicht gut reden, wir können dieses und das nicht, handwerklich nicht gut tun oder was auch immer, Dinge nicht verstehen. Aber dahinter lauert immer der Minderwert, dass wir einfach das Gefühl haben, wir können es nicht,
weil wir uns das selber nicht zutrauen. So, und durch die Öffnung in das, was wir sind, oder durch den Fokus darauf, das immer im Blick zu haben, durch entweder sich eben sich selbst öffnen oder mit dem Ich-Bin-Gefühl sein oder sich fragen, wer bin ich, und dann mit dem Ich-Bleib-Gefühl sein, ändert sich diese Haltung von Ich bin's nicht wert. Man geht dann auf die Ebene damit, wo man sich nicht mehr bewertet, weil da keine Instanz ist, die das könnte. So, und dann ist man immer mehr, je mehr man das tut, raus aus der Idee, jemand zu sein, der dann immer auch falsch ist oder sich als falsch sieht. So geht das mit der Überwindung von Minderwert. Lisa, schön, sagst du. Du sagst, ich konnte vorher in der Stille ganz stark Kribbeln im Körper spüren. Und dann versuche ich immer, die Weite zu fühlen. Ist das schon Fülle? Ich konnte bis vor einem Jahr nur Schmerzen im Körper fühlen. Danke, sagst du. Ja, schön zu hören. Siehst, Lisa, es kann alles umgekehrt werden, wenn man an dem Punkt ist, wie du wohl jetzt gerade, dass du sehen kannst, dass das Leben doch was für dich bereithält. Und wenn du spürst, dass da jetzt, wenn du in die Stille gehst, diese Energie in dir auftaucht, die sich gut anfühlt, und dann noch nichts weiter unternimmst. Also ich würde nicht versuchen, die Weite zu fühlen. Ich würde dann gar nichts machen. Ich würde mich einfach da aufhalten und in der Wahrnehmung bzw. im Gewahrsein von diesem guten Gefühl oder dem Kribbeln oder was auch immer ist, ruhen. Und das immer wieder tun. Dich einfach dem, was du bist, zu öffnen über längere Phasen und schauen, dass du es genießt, oder wenn du es nicht genießt, dann trotzdem da bleiben. Wenn etwas auftaucht, was sich nicht gut anfühlt, dann erlöst dich das. Das ist immer gut. Ansonsten, ja, freunde dich mit der Stille an. Das klingt sehr gut. Freut mich für dich. So, das bewusste Leben ist dabei und sagt Hallo zusammen. Ich denke, sagst du, an die unterschiedlichsten Episoden aus der Vergangenheit. Ich bewerte alles neu. Und mir fallen Wahrheiten ein, die ich früher nie zu denken gewagt hätte. Ist diese Vorgehensweise wirklich sinnvoll? Löse ich damit etwas auf? Ja, wenn es dann gelingt, wenn die alten Geschichten in dir auftauchen, dass du einfach einen anderen Blick darauf hast, der dich von den Folgen der Vergangenheit, die sonst passieren, in Form von Anhaftung befreit, ist das gut. Damit erlöst du etwas. Und wenn du siehst, dass da Wahrheiten auftauchen, die dir nie eingefallen wären früher oder an die du nicht zu denken gewagt hättest, ist es ja eine Öffnung in neue Perspektiven. Und neue Perspektiven sind immer eine Öffnung in uns. Die kommen nur deswegen, weil unser System sich geöffnet hat. Dann kommen dazu auch die entsprechenden Erinnerungen oder Elemente dazu, die uns darauf hinweisen, was sich gerade auflöst. Also du kannst dann daraus sehen, was da in dir auftaucht. Ah, das taucht gerade auf und das löst sich jetzt auf. Und im Zusammenhang damit hast du dann irgendwelche neuen Sichtweisen oder Erkenntnisse. Klingt gut. Also deine Frage ist damit beantwortet, ist, du löst damit etwas auf. Das tut etwas von alleine, ohne dass du es tun musst. Das geschieht. Weißt du, wir vollziehen eigentlich immer nach, was schon ist. Also es löst sich etwas in uns auf und dann haben wir plötzlich Klarheit. Das ist nicht, dass wir Klarheit haben und dann löst sich etwas auf. Das ist nie der Fall.
Ja, gerne. Bewusster Leben. Delila, kann man eigentlich Themen zu Pingala und Ida Nadi zuordnen? Das kann man, aber da bin ich nicht Spezialist drin, das sagen zu können, was da jetzt genau an Themen damit zu tun hat. Oder spielen sie eine Rolle? Natürlich spielen sie eine Rolle. Das sind ja die energetischen Bahnen, denen die Energie entlang surft oder gleitet. Bewusster Leben. Du sagst es, die Erinnerung bestätigt aber auch das Ego. Deswegen sage ich ja auch, dass es wichtig ist, wenn oder unterstützend ist und hilfreich ist, wenn sich eine andere Perspektive auftut und nicht, dass einfach nur die Erinnerung hochkommt, sondern dass, so wie du sagtest, dass dir Wahrheiten einfallen, die dir jetzt dann heute dienen, also die jetzt wichtig sind, um das, was sich damals ausgedrückt hat, jetzt anders zu leben. Und das willst du ja, du willst ja bewusster leben. Und wenn du das anstrebst, wirst du dich nicht mit alten Dingen abgeben, die nur eine Wiederholung sind und dir etwas bestätigen. Und du selbst sagst ja von dir aus, die Erinnerung bestätigt aber auch das Ego. Also wirst du das so nicht nutzen für die Erhaltung des Ego, weil du dafür ja jetzt sensibilisiert bist, sonst würdest du das nicht sagen. Hallo Hugo, du fragst, wie geht man spirituell mit einer chronischen Krankheit um, neben der bereits vorhandenen Akzeptanz der chronischen Krankheit? Vielen Dank. Grundsätzlich ist es bei allen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, weil sie sich aufdrängen, so wie eine chronische Krankheit, ist erstmal sinnvoll die Anerkennung dessen, dass es so ist, dass es eine chronische Krankheit ist. Und dann natürlich den Zusammenhang zu wissen, so weshalb habe ich hier eine chronische Krankheit. Das heißt, immer ein Hinweis, dass man über bestimmte Symptome, die sich schon mal gezeigt haben, hinweggeht, weil man den Hintergrund davon nicht kennt. Also ist es wichtig, den Hintergrund zu kennen, den psychischen, psychologischen Hintergrund für bestimmte Krankheiten. Das hilft. Dann kannst du auf der Ebene schauen, wo du dich psychisch in einer Weise ausdrückst, die Krankheiten bewirken müssen. Das ist meist ein Unterdrücken, ein Nicht-Anerkennen, ein Nicht-Sehen wollen. Aber es hat auch, je nachdem, worum es sich handelt, ganz spezifische Merkmale in der Psyche. So, das wäre das Nächste. Und dann natürlich schauen, dass man jemand findet, der einen möglichst ganzheitlich betrachten kann. Also da empfehle ich immer die Homöopathie, weil die einfach nicht nur die Symptome bekämpft, sondern auch die Ursachen und auch die Psyche mit einbezieht. Und dann ist es ganz wichtig zu meditieren, weil das wirklich alles ausbalanciert, aber nicht alles erledigen kann, wenn es eine Tendenz ist, die schon lange besteht und sich nicht mehr umkehren lässt. Das gibt es ja auch. Dann gilt es da, wenn das sich nicht ändern lässt, geht es darum, in Frieden auch damit zu kommen, dass es sich nicht ändern lässt. Gerlinde, du fragst, wie kann ich erkennen, ob eine langjährige Beziehung noch eine Zukunft hat, ob sie uns beiden noch dienlich ist? Lieben Dank. Ja, Gerlinde, das kannst du in dem Moment, wo ihr entweder zusammenbleibt oder euch trennt. Also, das ist dann ein klarer Hinweis. Wenn es so für dich ist, dass
du dich oder jemand sich von dir trennen muss, dann findet das statt. Nicht, weil man meint, ich sollte möglicherweise oder ich bin mir nicht sicher, ob ich. Dann gilt es auf den Impuls zu warten, der entweder kommt oder nicht. Und solange die Trennung nicht passiert, es steht an, noch zusammen zu sein und dann möglicherweise noch Themen anzuschauen, die man nicht angeschaut hat, die es dann entweder möglich machen, sich zu trennen oder zusammen zu bleiben. Aber ein Hinweis ist natürlich auf eine nicht mehr funktionierende Beziehung, dass man den anderen nicht mehr sieht, dass man nur sich selber sieht und seine Tendenzen durchzieht, egal was mit dem anderen ist, dass man den nicht mehr respektiert, also nicht einbezieht in sein Leben und auch nichts von ihm hält. Und kann aber trotzdem sein, dass man da das alles mit in Kauf nimmt und aufgrund von Bedürftigkeiten zusammenbleibt. Insofern ist es meist so, dass man dann zusammenbleibt, wenn alles schon fast zusammengebrochen ist, weil man einfach noch zu bedürftig ist oder sich nicht traut, sich von jemandem zu lösen, weil man dann das Gefühl hat, man kann alleine nicht bestehen und so weiter und so weiter. Also viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es drängt sich auf, ob das für euch weitergeht oder nicht. Das ist das Zentrale meiner Aussage jetzt diesbezüglich. Eine gute Form des Miteinanderseins ist immer eine gute Kommunikation zu haben und darin zeigt sich dann auch im Austausch, inwieweit man den anderen akzeptiert und respektiert. Und mehr ist noch als das, denn für eine gute Beziehung braucht es eigentlich auch, wenn es um eine Partnerschaft geht, natürlich auch eine Ebene von Zuneigung. Corinna, du sagst, die innerliche Trennung kann der eigentlichen weit vorausgehen. Eigene Erfahrung. Ja, natürlich ist das so, dass man, sonst würde ja Gerlinde auch nicht so fragen, dass sie das schon bezweifelt, dass es noch klappt oder noch eine Zukunft hat. Das ist natürlich genau, in diesem Stadium ist sie gerade, Corinna, so wie du jetzt schreibst, dass man innerlich schon damit auseinandergesetzt ist. Und das andere nur noch ein Ausführen ist von einer Entscheidung, die schon lange gefällt ist. Aber es kann sein, dass man das noch nicht weiß. Also das Universum macht auch in dem Fall alles. Da muss man sich nicht groß drum kümmern, aber schon wach sein und schauen, was sind die Impulse, in welche Richtung geht es, was stimmt für mich, welchen Anteil lebe ich, welchen lebe ich nicht und so weiter, was ordne ich dem Partner zu, was er tun und können und lassen sollte und was gehört da nicht hin und so weiter. Lisa, du sagst jetzt nochmal, ist es trotzdem von Bedeutung im anderen, Schwägerin und Bruder, sagst du, das Licht zu erkennen oder sehen und vergebend auf solche Situationen zu schauen, sagt der Kurs in Wundern. Natürlich ist es hilfreich, dass du in einer guten Weise dann für dich einstehst, indem du die anderen in ihren eigenen Nöten und Schwierigkeiten und Potenzialen auch siehst. Aber hier geht es natürlich jetzt nicht primär darum, inwieweit du das Licht des anderen anerkennst, sondern inwieweit du ganz praktisch gesehen verhinderst, dass dich jemand betrügt. So, und danach kannst du dann schauen, inwieweit du das verstehen kannst. Aber da musst du aufpassen, dass du nicht versuchst, etwas zu verstehen, was du eigentlich gar nicht verstehst, nur weil der Kurs in Wundern dir sagt, du müsstest das verstehen. Da musst du erstmal lernen, für dich einzustehen. Wenn du das nicht kannst, wird mit ein Grund sein, auch wie du den Kurs in Wundern interpretierst, weil du dann meinst, du müsstest immer gut und lieb sein und dann darf dein Bruder dich betrügen, dann darfst du dich aber auch nicht beschweren. Weißt du, dann müsstest du auch aufgrund dieser Sichtweise ein Einverständnis haben, dann ist es ja so und ich muss ihm schon mal jetzt verzeihen und dann kann er ruhig, weil er muss und er kann ja nicht anders. Weißt du, so kommst du nicht aus der Mühle raus, in die du dich hast begeben müssen.
Du kommst da noch raus, indem du dein Verhältnis oder dein Verhalten auch grundlegend änderst und dann schaust, wie dann dein Leben aussieht. Und du wirst sehen, wenn das dann möglich ist, dass es ganz anders aussieht. Delila, ich hatte eine junge Zeit, eine lange Zeit Kriya-Yoga praktiziert und da waren die Ida und Pingala-Nadis auch relevant. Ich weiß nur nicht, ob ich dem wieder nachgehen soll. Das sind ja Reinigungstechniken. Ja, wenn du mit dem klarkommst, dass aufgrund der Reinigung wieder Dinge hochkommen, mit denen du vielleicht nicht klarkommst, dann mach das. Du musst einfach schauen, wenn du das tust, wie es dir damit geht, ob das stimmt oder ob du nicht doch mit der Frage, wer bin ich, darüber haben wir ja heute schon gesprochen, dich in eine andere Richtung orientierst und nicht so viel direkt machst, indem du dann dies und jenes bewusst ansteuerst, diesen Nadi, jeden Nadi und so weiter reinigst, sondern indem du dich auf deine wahre Identität besinnst, in der Frage, wer bin ich und mit dem Ich bleibst, reinigen sich diese Nadis auch. Das ist nur dann in einer richtigen Weise zu einem richtigen Zeitpunkt. Also es geschieht in einer richtigen Weise zu einem richtigen Zeitpunkt. Während wenn du sagst, so, ich setze jetzt da an, ich setze jetzt am Nabel an, das Solarplexus, darauf fokussiere ich mich, oder ich setze das an den Nadi und an Ida und Pingala, setze ich das jetzt an. Das ist ein großer Unterschied, ob du das direkt aus der persönlichen, beschränkten Perspektive ansteuerst oder ob du dich deiner wahren Identität öffnest und das dann auf einer höheren Ebene intelligent berücksichtigt, wo du gerade stehst und dich darin unterstützt. Ein großer Unterschied. So, und da sagst du jetzt dann noch im nächsten Satz, aber da ist auch so etwas, dass ich nicht alles wiederkäuen möchte. Ja, du musst gucken, ob was dir dient und ob es dir dient. Und danach gehst du einfach vor. Das Selbstlos. Du sagst, ist es wichtig, seine Berufung zu finden oder überhaupt zu arbeiten? Oder ist es auch okay, arbeitslos zu sein? Es ist alles okay, wenn das für dich okay ist. Und wenn du das Gefühl hast, es ist nicht okay, wie es ist, und du findest dich irgendwo nicht in irgendeinem sinnvollen Kontext auf diesem Planeten wieder, dann ist es gut zu schauen, welche Möglichkeiten hat dein System, sich auszudrücken, die dir eine gute Zeit bereiten. Oder beziehungsweise auf der beruflichen Ebene etwas doch zu tun und dich darin auch zu erfüllen, indem du etwas tust, wozu du berufen bist. Also was zu deinem Ruf gehört. Berufung hat ja auch was mit Ruf zu tun. Und wie also dein Ausdruck ist, der stimmig ist für dich selbst. Das ist ja das. Und überhaupt zu arbeiten ist, wie gesagt, dann wichtig, wenn du siehst, dass du es brauchst. Und aus welcher Motivation auch immer, ob das finanziell ist oder darum geht jetzt, deinen Ausdruck zu leben, den du dir vielleicht sonst versagst und wo du dich dann bemühen musst, einen Sinn in deinem Leben zu sehen, wenn du nur so hin und her pendelst und nicht genau weißt, wofür du jetzt da bist. Und prinzipiell ist es auch okay, arbeitslos zu sein. Aber es ist immer auch gut, was zu tun, weil das ist einfach auch für einen Menschen gut, eine Tätigkeit zu haben und einen Sinn auch darin zu sehen. Macht schon Sinn, aber das musst du für dich sehen, weil was in dir angelegt ist, wird passieren, da kannst du auch nicht sehr viel dran ändern. Melanie, du fragst, darf ich von meinem Mann Wertschätzung erwarten? Vielen Dank aus Ungarn. Ja, sehr gerne, liebe Grüße nach Ungarn. Das ist eine Voraussetzung, dass man, wenn man mit jemandem verheiratet ist, dass da eine Wertschätzung stattfindet. Das darfst du erwarten, musst du eigentlich erwarten. Das heißt, du musst von dir erstmal erwarten, dass du dich selbst so wertschätzt, dass du dann von deinem Mann eine Wertschätzung erwarten kannst. Also ist auch ein Minderwertsthema. Natürlich, in jedem Fall. Jo, du sagst jetzt zu dem Äußerung,
was den Kurs und Wundern, in Wundern betrifft und das Licht im Anderen sehen, sagst du jetzt, ja, stimmt, lieber Muni, im Kurs heißt es immer nur das Göttliche im Anderen sehen und nicht urteilen und alles in Gottes Hände legen. Dein Wille geschehen und nicht mein Ego-Verstand. Sollte aber tun und handeln, muss ich ja morgen, habe ich einen Anwalttermin. Aber Angst habe ich mit solchen Sachen nie was zu tun gehabt. Dafür hast du ja den. Und das ist auch etwas, was sicher der Kurs in Wundern auch so sieht, dass du es dann nicht in Gottes Hände gibst, sondern in Gottes Hände im Sinne von der Anwalt ist. Ja, es sind die Hände Gottes jetzt in dem Fall für dich. So, und das heißt, du gibst es, du selbst gehst zu einem Anwalt und der sagt dann, was zu tun ist. Das ist doch irgendwie cool, oder? Und dann bist du von dem vertreten und das ist jemand, der sich in der Sache auskennt. Und mehr brauchst du ja doch nicht. Du musst dir das, wie gesagt, nur zugestehen, dass das jemand für dich macht. Und dass du wirklich auch eine Haltung haben musst, also eine Position haben musst, sonst brauchst du gar nicht zum Anwalt zu gehen. Wenn du sagst, ich will meinen Bruder unterstützen, weil er so lichtvoll ist, wirst du nicht viel Verständnis von dem Anwalt haben. Denn der fragt sich dann, weshalb du überhaupt da bist. Also musst du dir klar sein, was willst du eigentlich? So, und vielleicht willst du ja für dich einstehen und schauen, dass du auch noch Teil an deinem Erbe hast oder an dem, was dir gehört. Und dann wirst du dafür einstehen und wirst trotzdem den anderen, kannst als lichtvolle Herausforderung sehen, dein eigenes Licht zu erweitern. Wenn du deinen Bruder so sehen kannst, ist das prima, aber du gehst dann für dich und setzt dich für dein Licht ein und berücksichtigt dabei, dass er auch lichtvoll ist, aber du drückst dann das aus, was du willst. Und dann ist alles gut. Und das gefällt sicher auch dem Kurs in Wundern. So. Cool, Hans. Du sagst, very uplifting today, also sehr erhebend heute. Ich danke mir, dass ich offen dafür war. Das ist cool. Gute Haltung. Gut, okay. Ich denke, wir sind durch heute und in 3 Wochen ist wieder Satsang, das weiß ich, irgendwann 24.05. oder sowas in der Richtung. In der letzten Woche ist es, im Mai. Ja, und dann wollte ich euch noch ans Herz legen, wir haben ab nächste Woche Montag unser Retreat in Stiersbach, 7 Tage Satsang mit Stille. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Es gibt immer da Plätze, weil wir als einzige Gruppe da sind und das Seminarhaus groß ist. Also ihr seid da auch da herzlich willkommen, daran teilzunehmen. Ansonsten sehen wir uns möglicherweise bald wieder und alles Gute für euch. Am Wochenende sind wir jetzt in München. Von Freitag bis Sonntag, wer also in der Nähe ist, ist herzlich willkommen, auch da aufzutauchen und herzlich willkommen auch dort. Danke für Satsang. Dankeschön.